Ja, willkommen zum nächsten Video des Kurses Jeder kann programmieren lernen. Im letzten Video der Java-Grundlagen haben wir uns die Kontrollstrukturen Sequenz, Verzweigung und Mehrfachauswahl angesehen. Und im zweiten Teil der Kontrollstrukturen kümmern wir uns darum, wie wir Wiederholungen umsetzen können. Gehen wir mal von folgender Anforderung aus. Wir möchten gerne einen Satz schreiben und zwar mit vier Wörtern. Den wollen wir Wort für Wort zusammenbauen. Und hierfür soll der User viermal ein Wort eingeben, welche wir dann eben als Satz zusammenfügen. Zugegebenermaßen ist es eine sehr merkwürdige Anforderung, aber hiermit können wir den wesentlichen Inhalt dieses Videos, eben die Wiederholungen, am besten verstehen. Wir beginnen mit dem Struktogramm und kümmern uns erstmal um die Initialisierung der Variablen für den Satz. Die Initialisierung ist wichtig, damit wir dem Algorithmus mitteilen, dass er mit einem leeren Wert anfangen soll und nicht mit einem bereits existierenden Satz weitermachen soll. Diese leere Zeichenkette symbolisieren wir mit den doppelten Anführungsstrichen, in denen sonst nichts steht. Im Code ist es eine sogenannte String-Variable, welche Zeichenketten aufnehmen kann. Wir werden diesen Datentyp String später noch etwas genauer ansehen, aber für jetzt soll uns die Information erstmal reichen, dass wir Zeichenketten dort eintragen können und wenn wir das tun wollen, müssen die immer in so doppelten Hochkommas stehen. Okay, wenn wir schon mal bei den Variablen sind, deklarieren wir gleich eine Variable, in der wir die Worteingaben eintragen können. Auch hier verwenden wir wieder eine String-Variable. Nun, diese Initialisierung werden wir jetzt im Struktogramm nicht näher betrachten, weil das wird sich dann von alleine erledigen, wenn wir die Eingabenzuweisungen haben. Gut, dann tragen wir als nächstes einfach mal die gewünschte Aktion ein. Also wir wollen eine Eingabe vom User abverlangen, der einfach ein Wort eingibt. Und das müssen wir in Java mit einer speziellen Funktionalität realisieren. Und das ist die Funktion, die heißt Show Input Dialog in der Klasse JOptionPane. Gut, das muss man jetzt nicht auswendig wissen. Soweit sind wir ja noch nicht, aber ich erkläre jetzt mal ganz kurz in ein paar Sätzen, was dieses Ding eigentlich macht. Und zwar, wenn Java diesen Code, wie wir ihn hier sehen, ausführt, dann erscheint eine Eingabebox. Und in diese Eingabebox können wir beliebige Zeichenketten eintragen. Also alles Mögliche, was uns so in den Sinn kommt, können wir da reinschreiben. Und sagen wir mal, wir geben hier Hallo Welt ein. Dieser Wert wird als Zeichenkette ja in dieser Inputbox eben verarbeitet und wir wollen diese Zeichenkette jetzt irgendwie in diese String-Variable S-Eingabe halt eintragen. Das heißt, sobald wir OK drücken, dann können wir eben diesen Wert eben über diesen Zuweisungsoperator eben in diese Eingabevariable eintragen. Gut, das heißt, ab jetzt ist in dieser Eingabevariablen S-Eingabe die Zeichenkette Hallo Welt enthalten. Gut, jetzt können wir loslegen. Das heißt, wir wollen jetzt in unseren Java-Code entsprechend auch mit so einer JOptionPane-Eingabe eben realisieren und tragen diesen Wert in unsere Variable S-Worte ein. Als nächstes wollen wir den Satz realisieren und das sieht so aus, dass wir den Satz S-Satz um das Wort erweitern. Und das machen wir einfach so, dass wir sagen, S-Satz ist gleich S-Satz, also das, was da drin steht, plus, was auch immer in S-Wort drin steht, plus, jetzt brauchen wir noch ein Leerzeichen, damit die Wörter sauber getrennt sind. So. Im Code sieht es dann entsprechend so aus, eigentlich genauso wie im Struktogramm, weil jeder Programmierer müsste im Prinzip mit dieser Notation im Struktogramm was anfangen können. Gut, dann geht's weiter. Wir wollen ja das zweite Wort eingeben. Also machen wir wieder JOptionPane, Show Input Dialog Eingabe. Der User kann hier an der Stelle wieder sein Wort eingeben und der Satz wird hier entsprechend dann ergänzt. Und das Ganze machen wir noch ein drittes Mal und ein viertes Mal.
Und wenn wir dann fertig sind, dann erfolgt die Ausgabe, so dass der Satz eben entsprechend auf dem Bildschirm erscheint. Und damit haben wir sozusagen unsere Aufgabenstellung erfüllt. Ja, also jetzt mal Schritt für Schritt. Wir beginnen mit der Satzvariablen, die wir mit einem Leerstring initialisieren. Damit wir ein bisschen besser verstehen, was denn da passiert, habe ich hier mal so ein kleines Feld gemacht und dort trage ich immer ein, was in dieser Variablen gerade drin steckt. Momentan nichts, also der Leerstring. Das gleiche machen wir mit der Wortvariablen. Und ja, jetzt als allererstes kommt dann die Eingabe für den User. Das heißt, Java fragt mich nach der User-Eingabe. Ich gebe jetzt mal das Wort Ich ein und drücke auf OK. Damit wandert jetzt das Ich in diese Wortvariable. Und als nächstes kommen wir in diesen Bereich, wo wir stehen haben, Satz ist gleich Satz plus dieses Wort. Das heißt, ich nehme den Inhalt, der in Satz drin steht, und hänge das Wort und dann danach noch ein Leerzeichen dran. Nachdem noch nichts drin steht, ist das Wort einfach das erste Wort, was dort dran gehängt wird. So, dann nächste Eingabe. Ich gebe ein Lerne, drücke auf OK. Lerne steckt jetzt in S-Wort und ich lasse jetzt Java dieses Lerne hinten an meinen Satz dranhängen. Das gleiche folgt dann mit der nächsten Eingabe. Ich gebe jetzt hier Java ein und lasse es hinten dranhängen. Und ja, so geht es halt dann weiter mit der nächsten Eingabe. Ich schreibe jetzt hier Programmieren rein und das Wort Programmieren wandert jetzt auch am Ende meines Satzes ran. So, jetzt sind wir am Ende angekommen unseres Programms. Wir geben jetzt hier erstmal die Ausgabe am Bildschirm aus und damit haben wir alles soweit abgearbeitet. Ja, aber wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal von der Ferne ansehen, sollte uns auf jeden Fall mal was auffallen. Der Code für die Eingabe und die Satzbildung wiederholt sich und zwar hier, hier und hier. Das bedeutet, wir haben diese zwei Zeilen viermal identisch, absolut 1:1 hintereinander geschrieben. Grundsätzlich gilt aber, wenn wir identischen Code irgendwo finden, dann heißt es, dass wir eventuell unelegant gecodet haben. Die Frage ist, ob wir eine Möglichkeit haben, diese oberen beiden Codezeilen einfach wieder zu verwenden. Wenn das aber möglich sein sollte, dann benötigen wir neue Struktogrammelemente, und zwar solche, die dieses Wiederverwenden, also das Wiederholen, erlauben. So ein Element müsste irgendwie eine Wiederholung fordern, also schreibe ich jetzt hier erstmal einfach nur wiederhole viermal rein. Grundsätzlich sieht die Struktur dieses neuen Struktogrammelements wie folgt aus. Wir haben hier einen Bereich, und zwar einen inneren und einen oberen. Der innere Bereich, das ist das, was ich hier mit roten Buchstaben versehen habe, ist einfach das, was wiederholt werden muss. Also in dem Fall die Eingabe Wort und die Satzerstellung. Der obere Bereich, wo jetzt steht, wiederhole viermal, das ist so der Art Kontrollbereich. Und genau diesen Block müssen wir jetzt etwas strukturierter formulieren. Und zwar müssen wir uns jetzt in den Rechner hineinversetzen. Also wir müssen überlegen, was muss jetzt eigentlich tun, um vier Wiederholungen durchzuführen? Er muss zählen. Und deshalb nennen wir dieses Struktogrammelement auch Zählschleife. Also schreiben wir hier das Wort zähle hinein. Und jetzt müssen wir dem Rechner natürlich auch mitteilen, mit welchem Start und bis zu welchem Endwert er zählen muss. Nun wissen wir aber auch, dass ein Computer alle Daten und Informationen, die im Programm verarbeitet werden, in Variablen gehalten werden müssen. Folglich ist es nur sinnvoll, dass wir auch eine Zählvariable definieren oder deklarieren hier. Und diese wird üblicherweise mit i bezeichnet, was herrührt von dem Namen des Standarddatentyps für ganze Zahlen, nämlich Integer. Der Startwert wird im Struktogramm einfach hier so eingetragen und fängt in aller Regel mit 0 an. Also zähle von 0 bis zum Endwert. Unser Endwert ist in unserem Fall jetzt hier die 4. Und deswegen schreibe ich jetzt hier zähle i von 0 bis 4. Aber mit der 4 müssen wir jetzt aufpassen. Und zwar muss man jetzt überlegen, zähle ich jetzt bis
inklusive 4 oder bis exklusive 4. Das heißt, mache ich jetzt die 0, 1, 2, 3, 4 oder nur die 0, 1, 2, 3. Um das klar zu machen, wir wollen ja 4 mal zählen, insofern ist klar, dass wir von 0 bis eigentlich kleiner 4 zählen wollen, schreiben wir eben genau das auch rein, nämlich von 0 bis kleiner 4. Und dann gibt es hier im Prinzip auch keine weitere Verwechslungsmöglichkeit. So, jetzt müssen wir noch klären, in welcher Schrittweite er zählen muss. Aber wir könnten ja auch sagen, wir zählen nicht 0, 1, 2, 3, sondern 0, 2 und fertig, also alle geraden Zahlen. Und dementsprechend tragen wir jetzt hier die Schrittweite als vierte und letzte Information ein. Wenn diese Schrittweite nicht angegeben wird, dann geht man standardmäßig von der plus 1 aus. Ja, jetzt haben wir alle notwendigen Elemente einer Zählschleife festgelegt. Die Zählvariable, den Startwert, den Endwert und die Schrittweite. Und damit haben wir die Flexibilität, alle möglichen Zählvarianten umzusetzen. Wir könnten beispielsweise von 10 auf 0 in zweier Schritten rückwärts zählen, wenn der Startwert 10, der Endwert 0 und die Schrittweite minus 2 wäre. Ja, das wäre es eigentlich. Der zugehörige Java-Code sieht dann im Prinzip ähnlich aus. Er braucht nur ein neues Schlüsselwort und das Schlüsselwort lautet for. Gut, wie bei den Verzweigungen auch, findet sich nach dem Schlüsselwort eine runde Klammer, in der wir diese Kontrollinformationen jetzt eintragen müssen. Wie man sich schon denken kann, müssen wir die hier vier rechts dargestellten Informationen jetzt irgendwie hier normiert eintragen und wir beginnen wieder mit der Zählvariablen. Diese muss in Java, wie in allen anderen, wie alle anderen Variablen auch, deklariert werden. Und da wir ganz normal zählen wollen, brauchen wir ganzzahligen Datentyp und da bietet sich, wie vorhin schon erwähnt, Integer an. Die Variable ist also jetzt in einem gewissen Wertebereich gültig und das ist hier von der öffnenden bis zur schließenden geschweiften Klammer. Gut, jetzt brauchen wir noch den Startwert und den entsprechenden Endwert. Den haben wir jetzt hier entsprechend mit dem kleinen 4 und eben die Wertanpassung mit plus plus unseren Inkrementaloperator. Ja, das wäre es im Wesentlichen zur Zählschleife, was den Java-Code angeht. Jetzt haben wir das hier oben in unseren Code mal eingetragen, dort wo wir es eben wahrscheinlich, wo jetzt jeder auch entsprechend vermutet hätte. Und hier können wir jetzt eben mit unserer Code-Fortführung oder Interpretation jetzt genauso fortführen. Waren wie beim letzten Mal auch. Das heißt, wir deklarieren und initialisieren die Satzvariable, dann die Wortvariable und weil wir jetzt hier noch eine weitere Variable haben, nämlich die Zählvariable, müssen wir hier an der Stelle auch noch unser i mit einfügen. So, und dann gehen wir mal durch. Wir initialisieren i mit 0. Dann, ganz wichtig, jetzt prüft die Schleife, ob wir hier kleiner 4 sind. Das heißt, ich kann auch Schleifen bauen, die gar nicht durchlaufen. Also wenn ich i gleich 10 mache und dann solange i kleiner 4, würde sie nicht einmal durchlaufen. Danach folgt die Abarbeitung, hier in dem Fall der Eingabedialog. Wir geben wieder ich ein, übernehmen es in unseren Variable, bauen unseren Satz und jetzt gehen wir wieder hoch in unsere Zählschleife. Und zwar, was als erstes jetzt passiert, ist das Erhöhen der Variable von 0 auf 1. Danach wird geprüft, soll ich überhaupt noch weitermachen? Ist 1 kleiner 4? Ja, ist tatsächlich kleiner. Also gehen wir wieder rein, wir geben das nächste Wort ein. Und übernehmen es in den Satz und an der Stelle geht es dann schwupps wieder nach oben. Wir machen wieder das Hochzählen auf 2, prüfen, ist 2 kleiner 4? Ja, ist es. Also gehen wir wieder in die Eingabe. Wir übernehmen das eingegebene Wort in den Satz, gehen wieder hoch, erhöhen von 2 auf 3. 3 ist immer noch kleiner 4. Der nächste Eingabedialog poppt hoch. Wir geben Programmieren ein, übernehmen es in den Satz, gehen jetzt wieder hoch,
erhöhen von 3 auf 4. Fragen jetzt, ist 4 kleiner 4? Nein, das ist nicht der Fall. Das bedeutet, dass die Zählschleife jetzt an dieser Stelle sagt, aha, ich bin am Ende angekommen, die Weiterlaufbedingung ist nicht mehr erfüllt und die gesamte Schleife bricht ab und wir landen dann hier bei der entsprechenden Ausgabe. So, so viel zur Zählschleife. Grundsätzlich gilt, immer dann, wenn wir vor dem Schleifenstart die Wiederholanzahl schon wissen, also wenn die bekannt ist, dann verwenden wir eine Zählschleife. Also soweit relativ einfach zu verstehen und man muss sich halt an den Syntax gewöhnen, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es relativ einfach. Ja, in diesem Beispiel haben wir ja schon vorher gewusst, dass wir einen Satz mit 4 Wörtern eingeben wollen. Was ist aber, wenn wir nicht wissen, wie viele Wörter wir eigentlich formulieren wollen? Sagen wir, wir wollen nur so lange den Satz verlängern, solange wir keinen leeren String eingeben. Also wir wollen dem Rechner also mitteilen, solange eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, mache etwas. Auf Englisch würde das heißen, while something is as expected. Und wer hätte das gedacht? Genau so eine Schleife, eine While-Schleife gibt es tatsächlich. Und insofern tauschen wir jetzt mal den Kopf unserer Schleife aus. So, jetzt haben wir hier eben entsprechend diese neue Prüfbedingung. Also solange jetzt in unserem Fall, sage ich einfach mal, dieses S-Wort, das ist ja das, was wir eingeben, ungleich ein Leerstring ist, solange soll weitergemacht werden, also solange ich dort irgendwas Sinnvolles drin habe. Der Java-Code hierzu ist ein bisschen umständlicher. Das liegt an der Funktionsweise von der String-Variable. Da können wir nicht einfach mit ungleich, also Ausrufezeichen ist gleich arbeiten, die ist unseren Ungleichsoperator, sondern müssen equals machen. Equals prüft sozusagen den Inhalt des Strings. Und mit dem Ausrufezeichen davor heißt das Ganze negiert. Also while nicht das Wort equals Leerstring, also solange nicht ein Leerstring drin steht, soll wiederholt werden. So, jetzt müssen wir natürlich noch darauf achten, dass wir mit dieser Schleife überhaupt beginnen können. Deswegen können wir das Wort nicht mit einem Leerstring initialisieren, weil sonst würde eben unsere While-Schleife sofort sagen, ja Moment, in S-Wort ist ja ein Leerstring drin, dann gehe ich erst gar nicht rein. Also lege ich jetzt irgendwas Beliebiges rein, ich entscheide mich jetzt mal für das X und das Ganze packen wir dann auch entsprechend in unser Struktogramm rein. Dann Schritt für Schritt wieder, wie wir es gewohnt sind. Wir haben hier unsere beiden Variablen und springen dann nach der Deklaration und Initialisierung in die Prüfung. Ist denn in S-Wort etwas anderes als ein Leerstring drin? Ja, es ist ein X drin, also gehen wir in die Wiederholschleife rein. Wir sind wieder in der Eingabe drin, geben wieder unseren Standardsatz ein, ich, auf OK, wir übernehmen das Ganze in unseren Satz und jetzt springen wir wieder hoch, sagen, ist in S-Wort etwas anderes als ein Leerstring drin? Ja, steckt ist drin, das Wort ich, sorry. Und insofern gehen wir wieder rein in unseren Rumpf, wir machen die nächste Eingabe, lerne, packen das Ganze in den Satz rein, gehen wieder hoch, prüfen, S-Wort, ja, es steckt das Wort lerne drin, also was anderes als leer, also gehen wir wieder in den Rumpf rein, ich gebe jetzt hier Java ein, das Ganze wird wieder dran gehängt, wir gehen wieder hoch, Java ist was anderes als leer, also gehen wir wieder rein. Und was ich jetzt mache, jetzt drücke ich nur auf OK. Ja, das heißt, in S-Wort ist jetzt ein Leerstring drin. Jetzt wird sozusagen an Satz ein Leerstring hinten dran gehängt. Das heißt, ein zusätzliches Leerzeichen, aber soll uns jetzt hier weiter nicht stören. Wir prüfen, ist in S-Wort etwas anderes als ein Leerstring drin? Nein, es ist ein Leerstring drin. Ergo brechen wir ab, geben das Ding aus und damit ist unsere Schleife beendet. So. Das Ganze nennen wir jetzt eine sogenannte kopfgesteuerte Schleife, weil die Steuerung, also die Informationsverarbeitung, ob ich überhaupt loslegen soll oder nicht, ist oben am Kopf der Schleife. Und immer dann, wenn wir prüfen müssen, ob eine Aktion, eine zu wiederholende Aktion, überhaupt notwendig ist, dann verwenden wir eine kopfgesteuerte Schleife.
Nun gibt es aber noch einen zweiten theoretischen Ansatz. Aktuell haben wir mit der kopfgesteuerten Schleife ja zuerst geprüft, ob die Aktion im Rumpf umgesetzt werden soll oder nicht. Und wenn sie umgesetzt werden soll, dann, also wenn diese Bedingung true war, dann wurde tatsächlich der Rumpf ausgeführt. Eigentlich wäre es ja manchmal auch ganz sinnvoll, zuerst eine Aktion durchzuführen und danach erst zu prüfen, ob sie wiederholt werden soll. Also zuerst machen und dann prüfen. Und auch hier haben die Programmiersprachen eine Lösung parat. Wir kehren die Steuerung also einfach um, indem wir sie an das Ende der Schleife verfrachten. Steuerung der Schleife ist jetzt unten am Fuß der Schleife und deswegen nennen wir das Ganze auch fußgesteuerte Wiederholungsschleife. Gut, Java muss jetzt natürlich wissen, dass es sich um sowas handelt, also brauchen wir ein neues Schlüsselwort und das heißt in dem Fall do. Also tue etwas und dann unten while, solange diese Bedingung erfüllt ist. Es gibt jetzt durchaus auch noch Schleifen, wo wir jetzt nicht do while stehen haben, sondern do until. Also es gibt Programmiersprachen, dort gibt es sozusagen nicht diese Weiterlaufbedingung, sondern eine Abbruchbedingung. Aber im Prinzip ist es nichts anderes wie diese Schleife, weil es ist einfach nur eine Negation der Abbruch- oder der Weiterlaufbedingung. Das heißt, wenn jetzt in einer anderen Programmiersprache es do until heißen würde, müsste man einfach das Ausrufezeichen vor dem S-Wort equals weglassen und damit würde wieder die Funktionalität 1:1 so funktionieren. Gut. Wichtig zu verstehen ist, dass diese Schleife jetzt so konstruiert ist, dass auf jeden Fall der Rumpf mindestens einmal durchlaufen wird. Das heißt, diese Prüfung, ob wiederholt werden soll, ist ja jetzt am Ende, am Fuß der Schleife. Ergo kann ich hier an der Stelle jetzt sagen, ich muss auf jeden Fall was eingeben. Und das ist für unsere Logik hier, Satz für Wort einen Satz aufzubauen, gar nicht so schlecht, weil im Prinzip ein Satz ohne Wörter macht überhaupt keinen Sinn. Also wird zuerst entsprechend hier eingegeben und dann geprüft, ob es weitergehen soll. Und das sehen wir auch ganz schön daran, dass wir jetzt dieses S-Wort hier oben nicht mehr mit einem X initialisieren müssen, sondern einfach mit einem Leerstring, eigentlich unser Standardwert für Initialisierungen. Und es funktioniert wunderbar. Aber dazu schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal Schritt für Schritt an. Wir beginnen wie immer mit der Deklaration unserer beiden Variablen, in dem Fall Satz und S-Wort wieder. I brauchen wir ja auch wieder hier nicht, wie bei der Zählschleife. Wir haben ja unsere Bedingungen ganz normal basierend auf S-Wort definiert. Dann kommen wir durch Do, Java weiß, aha, eine fußgesteuerte Schleife. Ich gehe auf jeden Fall in den Rumpf, ich verlange die Eingabe, wir geben wieder Ich ein. Nach dem Klick auf OK wird es übernommen, in den Satz eingetragen und jetzt wird geprüft. S-Wort, ist es leer? Nein, also Negation, nein wird zu True, also S-Wort nicht entspricht Leerstring, wenn ich das mal so holprig ausdrücken darf. Und dementsprechend gehen wir wieder hoch in den Rumpf. Ich gebe jetzt mein nächstes Wort ein, lerne, es wird übernommen in S-Wort, in den Satz eingebaut. Ich prüfe wieder, steckt in S-Wort nicht ein Leerstring drin? Ja, das ist richtig, es steckt lerne drin, also kein Leerstring. Gehen wir wieder hoch in den Rumpf, wir tragen Java ein, es wird wieder übernommen, der Satz wird gebildet, ich prüfe, es steckt Java drin und kein Leerstring, ergo gehen wir wieder hoch in den Rumpf. Und jetzt gebe ich wieder einfach nur OK ein, sprich ein Leerstring. Ich hänge hinten den Leerstring mit den Leerzeichen an meinen String dran. Und jetzt prüfe ich. Und jetzt frage ich, ist denn das Wort etwas anderes als ein Leerstring drin? Und die Antwort ist, nein, es ist ein Leerstring drin. Also bricht die Schleife ab. Ich gehe jetzt hier in die Ausgabe und auf dem Bildschirm sehe ich dann meinen Satz, ich lerne Java. So, das heißt, unsere fußgesteuerte Schleife ist eigentlich jetzt auch nichts großmächtig anderes als die kopfgesteuerte, mit Ausnahme, dass sie mindestens einmal durchlaufen wird. Und ich kann mir so als Merkregel aufschreiben, immer dann, wenn wir prüfen müssen, ob eine Aktion wiederholt werden muss, ja, dann verwenden wir eine fußgesteuerte Schleife. Ja. Das heißt, eine Aktion, die ich bereits gemacht habe, ist die denn jetzt zu Ende? In dem Fall
habe ich jetzt hier die Situation, dass ich, bin ich denn jetzt fertig mit dem Wort eingeben? Man kann sich auch andere Situationen für eine fußgestellte Schleife vorstellen, wenn ich beispielsweise eine E-Mail-Adresse eingebe und ich prüfe, ist es eine gültige E-Mail-Adresse, die der User dort eingegeben hat? Wenn nein, dann wiederholen, bis er eine gültige E-Mail-Adresse eingibt. Also beide Schleifen, sowohl die fußgesteuerte als auch die kopfgesteuerte, werden eingesetzt. Vielen Programmierern ist die kopfgesteuerte lieber, wenn man lieber erstmal nachfragt, bevor man etwas tut. Aber wie gesagt, für die Situation, dass ich eine zwingende Aktion habe und danach prüfe, ob ich sie nochmal wiederholen muss, ist die fußgesteuerte auf jeden Fall die Schleife der Wahl. Ja, damit haben wir es jetzt schon wieder. Und im nächsten Video werden wir uns wieder um was Neues kümmern, und zwar um Arrays. Das können wir jetzt tun, weil wir die Schleifen kennen, vor allem die Zählschleife, die ist absolut wichtig für Arrays, und das wird dann auf jeden Fall wieder eine ganz spannende Sache. Also bis dann, dranbleiben.